Selbstmord begehen, Henry. Jemand hat mir Quecksilber eingeflößt. Was sagst du da? Ich schicke dir einen Leibwächter. Ich rufe Laurie an. Sie hat sicher jemanden in Paris. Und du setzt keinen Fuß vor das Hotel. Jemand hat es auf dich abgesehen. Bei meinem letzten Aufenthalt hier habe ich etwas versteckt. Interessant. Was mag das sein? Sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Und denk daran, dass jede Information, so unbedeutend sie auch erscheinen mag, uns helfen kann, Leben zu retten. Auch hier einfach, ohne Tschüss zu sagen, auflegen. Er hat wohl seine Höflichkeitsmanieren vergessen. Schon wieder meine Mutter? Oh. Was genau ist mit meinem Vater passiert? War er verrückt? Mein Sohn, eigentlich solltest du es gar nicht erfahren. Ich habe dir erzählt, dass dein Vater bei dem Unglück in der Cadway Station umkam, aber das stimmt nicht. Wie ich dir schon sagte, dein Vater war weltweit der führende Experte für Satanismus-Sekten. Der Beste. Er war mein Doktorvater. So lernten wir uns kennen. Es ist wahr, dass dein Vater in der Cadway Station war, als dort alles einstürzte. Aber er überlebte und er blieb dort in den Ruinen. Ich flehte ihn an, nach Hause zu kommen. Vergeblich. Er sagte, dass er nur in der U-Bahn-Station sicher wäre. Nach dem Einsturz verlor dein Vater den Verstand. Er sagte, dass ihn eine satanische Sekte verfolge, die Unaussprechlichen. Sagt er das was? Nein. Das letzte Mal, als ich ihn besuchte, habe ich alles versucht, aber er wollte nicht. Er nannte mich Ketzerin und dann verschwand er. Ohne jede Spur. Dann kennen wir ja unseren Vater wahrscheinlich. Frank Yesterday war ein großartiger Mann schon. Ein großer Gelehrter, ein guter Ehemann und der beste aller Väter. Er liebte dich sehr, John. Es ist nur, mach nicht dieselben Fehler wie er. Alles klar, dann haben wir jetzt aber wirklich alles mit ihr besprochen. Wir rufen jetzt nochmal die Rezeption an. Was weißt du über meinen Selbstmordversuch? Nichts. Nun ja, dass Monsieur White sie fand und in einer Art privatem Krankenwagen ins Krankenhaus brachte. Er sorgte dafür, dass niemand was merkte. Wir haben hier nichts übrig für Skandale. Habe ich irgendwelche Besucher empfangen? Nicht einen, Monsieur Yesterday. Leider haben sie sich wie ein Langweiler aufgeführt und das, obwohl ich den Preis für meine besten Mädchen um 20% gesenkt habe. Haben sie sich umentschlossen? Nein, danke. 25%! 30! 50! Wer war seit meinem letzten Aufenthalt in diesem Zimmer? Nur Monsieur White, die Putzfrau, Mathieu vom Wartungsdienst und ich selbst. Aber kein einziger Gast. Jemand muss das Zimmer sauber machen, selbst wenn keine Gäste da sind, Monsieur. Apropos, falls Sie an ihr interessiert sind, bleiben Sie morgen einfach im Zimmer, wenn sie zum Putzen kommt. Sie ist neu und hat noch Fantasie. Eine Show mit dem Staubwedel gibt's beim ersten Besuch gratis. Ich war nur drin, um auf der Terrasse ein kleines Willkommensgeschenk zu hinterlassen, Monsieur. Die Putzfrau bemerkte, dass die Lüftung im Badezimmer nicht mehr funktionierte, also hat sie nach Mathieu geschickt, damit er sie repariert. Monsieur White kam ins Hotel, weil sie ihn angerufen hatten. Er ging hinauf zu ihrem Zimmer, wo er sie dann halbtot vorfand. Wurde das Hotel nach Gustavo Doré benannt? Dem Künstler? Mais non. Er wurde benannt nach, einem anderen Doré, der ebenfalls Künstler ist, auf seine eigene Art. Der Witz dabei ist, dass er ein Ur-Urenkel des ursprünglichen Doré ist. Ich weiß, dass du einen Umschlag für mich hast. Aber natürlich, Monsieur Yesterday. Gemäß Ihren Anweisungen müssen Sie mir jedoch erst zwei Wörter nennen. Schade. Du sagst dir, dass es ziemlich bescheuert wäre, weiterhin, auch wenn du dich selbst nicht allzu gut kennst, setzt du darauf, dass du... Aber doch eins habe ich... Tut mir leid, aber dieses Wort... Okay,
Schade. Ich sehe. Schade. Nein. Nein. Tut mir leid. Okay. Patsch, 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 zieh dir mal schon. Boah, Alter, das Ding hier unten geht mir auf die Eier. Das Klackern raubt dir den letzten Nerv. Ach, endlich. So. Wie kriegen wir denn diese scheiß Lüftung da oben kaputt? Vorsichtig platzierst du das Handtuch so, dass es den Ventilator blockiert und schraubst die Abdeckung wieder an. What? Nein. Stopp. Nein, das tue ich nicht. Ach so. Okay, doch, das tue ich. Du siehst keinen Sinn darin, die Ab... Wieso habe ich jetzt das Handtuch da reingesteckt? Vor allem, warum mache ich sowas überhaupt? Einfach mal so da reingesteckt. Ich dachte, ich blockiere den Ventilator und mache den kaputt und dann ist da irgendwas. Aber nee. Nee. Moment, kann ich jetzt, Nee. Alles klar, ich benutze wieder. Eines der Bilder verbirgt noch etwas. Na fuck. Ich hab doch alle. Du schaust hinter allen drei Bildern. Findest aber nichts. Du tastest das Bild auf der Suche. Ohne Erfolg. Du tastest. Ohne Erfolg. Du tastest. Ohne Erfolg. Du schaust hinter allen. Aha, Moment. Nee. Handcreme ist aber auch krass, ey. Nee. Nee, nee, nee. Eines der Bilder verbirgt noch etwas. Du wirst auf diese Bilder nicht. Aber ich könnte. Du kannst dich nicht daran erinnern, ob... Das Bild ist gut, so wie es... Du kannst dich... Du zerschneidest den doppelten Boden der drei Bilder, findest... Ah. Du zerschneidest die Rückseite des Bildes... Was, da merkt sich nichts? Aber eins von denen hat was bestimmt. Du zerschneidest die Rückseite des Bildes... Du zerschneidest die Rückseite des Bildes, aber es verbirgt sich... Aber hier... Du zerschneidest die hintere Leinwand des Bildes und findest darin etwas, das zweifellos du selbst dort versteckt hast. Und das wäre? Du bringst das Bild wieder in seine ursprüngliche... Nein. Tue ich nicht. Ah. Kann das sein, dass ich das jetzt und hier... Und wenn ja... Revolution. Schönes Wort. Schreiben wir das mal auf. Notizen. Das Problem ist... Ja gut, aber dann haben wir jetzt nur ein Wort, ne? Aber... Wurde der Witz... Habe ich nein, nicht stopp. Haben Sie, nein. Fünf. Sweet. Ne, Besucher. Habe ich nicht haben Sie. Nein. Fünf. Ah, shit. Gut, das ist eins der beiden. Schade. Schade. Na gut. Wir haben schon mal eins. Revolution. Was müssen wir mit der Lüftung machen?
Du nimmst... Ein Schaumbad. Seife, Seife. Das Bedienfeld zum... Ja, gut. Moment, vielleicht sehe ich ja jetzt was. Wie viele seiner speziellen Freundinnen hat er... Du weißt nicht, was es... Nachdem du die europäischen Stauseen noch ein bisschen mehr geleert hast, drehst du den Hahn zu. Das machst du lieber nicht. Meine Herren, ich weiß nicht, was ich machen soll mit dieser scheiß die Lüftung da oben. Ja, wie kann ich Dampf erzeugen? Das weiß ich nicht. Das versuche ich ja auch die ganze Zeit. Da dreht ja immer nur den scheiß Kaltwasserhahn auf. Oh. Ja gut, das wusste ich nicht. Alchemie. Du selbst hast dieses Wort mit einem Gemisch aus Creme und Öl dorthin geschrieben, damit man es weder sieht noch... Aha. Und da soll ich jetzt drauf kommen, weil ich Creme und Öl dabei hab. Naja. Gut. Haben wir ja beide Wörter. Gib mir den Umschlag, Albert. Revolution, Alchemie. Haben wir unser Gedächtnis wieder, Ich... Bitte sehr, Mr. Yesterday. Danke, Albert. Sind das Fotos? Hm? Na, Fotos, Sie wissen schon. Belastende, schmutzige, verfängliche, versaute, niederträchtige. Wenn Sie keinen Käufer haben, bringe ich Ihnen einen. 10% Rabatt, wenn ich... Gute Nacht, Albert. Oh, verstehe. Sie wollen damit gern allein sein. Dann gehe ich. Perversling. Du öffnest den Umschlag und findest die zwei Geschenke, die du dir selbst hinterlassen hast. Die immergrüne Partie, 1852. Eine Taucherbrille. Ein Umschlag. Es wird nicht einfach werden. Geht das nicht? Na gut. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch fast wieder um. Ich würde sagen, dann unterbreche ich hier kurz. Wir sehen uns dann in den nächsten Parts wieder. Bye, bye.